Und du bist also bei mir, weil du im Englischunterricht laut geschrien hast. Ich hoffe doch auf Englisch. Dein Vater meinte, du hättest Probleme mit Zahlen. Willst du das erklären? Also, es gibt gute Zahlen und böse Zahlen. Zahlen, die Unheil bringen, wenn man mit ihnen in Berührung kommt. Welches Unheil wäre das? Keine Ahnung. Das, was Schlimmes passiert eben. Dass jemand geht. Dass jemand geht? Im Sinne von, dass sich jemand abwendet? Hast du einen Freund? Warum nicht? Also Intimität auszuhalten ist ein wesentlicher Punkt in der Behandlung von Zwängen. Nähe zuzulassen, Liebe zu empfangen, ganz ohne Verlustangst. Und welche Zahlen sind deiner Meinung nach böse? Die 98, die 198, 298, 398, aber auch die 8 und die 9 und die Summe aus 8 und 9, also die 17. Mhm. Und welche Zahlen sind gut? Die 4 zum Beispiel. Mhm. Bis zum nächsten Mal legst du bitte ein Zwangtagebuch an. Und dazu notierst du alle Zwänge samt Datum und Uhrzeit. Alle? Natürlich alle. Wir wollen doch den Tatsachen ins Gesicht sehen.